Hallo Leute und herzlich willkommen zu Mari64, der SU an ihr Stingolüben bei dieser Regenbogenraserei. Cruiser Crossing the Rainbow. Yeah, baby, Eden. Da-da-dam. When using the touchscreen, it's easy to walk or run. You can even climb, bla bla. Das kennen wir schon, das haben wir schon tausendmal gehört. Und das ist ein Teppichlevel. So wie bei Aladdin. Ne, aber das ist ein cooles Teppichlevel, Leute. So wie es auch schon hier aussieht, also ich finde, das ist hier auch ein bisschen schöner hier gestalten worden. Also es sieht ja hier viel schöner aus. Okay, warten. Oh, nicht vom Flammen treffen lassen. Okay, haben wir geschafft auszuweichen und jetzt müssen wir gleich absteigen. Genau hier. Abspringen und weiter geht's. Bams. Warte mal, was ist das für eine Rutsche da oben? Na egal. Die juckt mich ja nicht. Weil wir müssen nach oben. Und zwar mit den ganzen Regenbogen. Oder mit diesen ganzen Teppichen müssen wir halt nach oben. Das ist eine langweilige Stage, Leute. Das ist ziemlich langweilig. Also, es gibt ein paar Action-Sterne, aber leider nicht wirklich viele. Das heißt, wir müssen die meiste Zeit jetzt wirklich warten. Aber es gibt auch hier ein bisschen Action. Also, es ist ein abwechslungsreiches Level, aber als 15. Level sowas zu verkaufen, ist natürlich ein bisschen schade. Ich hätte mehr erwartet, aber naja, ist ja jetzt völlig egal. Ich bin ja zufrieden damit, weil es ja immer noch mein Lieblingsspiel ist und immer noch schön designt und so ist. Also schön designt worden und so alles Mögliche. Und wieso, wo muss man jetzt lang? Ich muss, glaube ich, jetzt hier rechts lang. Genau, wir schauen bei uns. Ja, wir mussten auf jeden Fall da lang. Okay, dann warten wir eine Runde, bis wir nach oben kommen. Okay, also wir müssen jetzt auf das Schiff drauf und wie ihr seht, sind wir wirklich gut dran. Ah! Oh, ich will nicht runtersterben, ich will nicht runterfliegen, weil es ist, wäre ziemlich nervig. Halt wieder alles neu zu machen. Ist jetzt kein spaßiger, es macht Spaß, Leute, aber es ist halt nervig. Ah! Okay, ich dachte schon, ich fliege runter. Okay, jetzt kommt der, okay, die nächste Plattform kommt zum Glück nicht auf meinen Teppich zugesteuert. Jetzt sehe ich nichts, Ich sehe nichts. Okay, jetzt kommt irgendwas hier hin. So. Okay, was geht ab? Warte, ich sehe nichts. What the fuck? What the fuck? Hallo, ich sehe hier nichts. Boah, du okay, hier ist das Stern. Das heißt, wir haben ihn gleich. Okay, warte, ich habe schon eine Idee, wie wir das machen sollten, weil hier ist eine Wario Cap und wir sollten als Metal Mario, denke ich mal, also als Metal Wario dorthin begeben. So, Bams, gib mir her. Ich weiß jetzt genau, was du jetzt denkst. Genau, mit Metal Wario werden wir nicht nach hinten geschubst. Okay, warte, das ist jetzt ein bisschen dumm. Aber naja, haben wir jetzt geschafft. Bams, den ersten Stern in 3 Minuten, Alter, das ist viel zu lang. Aber ist halt nur mal diese Stage, ne? Okay. Es gibt, glaube ich, nur 3 Sterne, die mit den Teppichen zu tun haben. Der Rest ist dafür ein bisschen spaßiger. Sagen wir es mal so. Okay, der Big House in the Sky. Das ist genau der 2. Stern. Der hat auch was mit den Teppichen zu tun. Aber jetzt dieses Mal in die andere Richtung. Ja. Ist schön gemacht. Also dieses Level ist schön gemacht, aber ist halt für mich ein bisschen lame, weil es langweilig ist, nach einer Zeit immer mit den ganzen Teppichen rumzugehen. Aber wir machen das trotzdem natürlich. Auch wenn es langweilig ist, muss durch. Bläh! Komm. Okay. Bams auf den Teppich und dann schnell geht es. La 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 la. Aber die Musik ist wenigstens noch chillig, aber die gab es auch schon in diversen Rutschlevel. Diese Musik ist ja so eine Standard-Rutschmusik, sagen wir es jetzt mal so. Aber ist jetzt auch völlig egal und völlig Latte. Hauptsache, wir müssen das jetzt sowieso durchstehen. Das ist jetzt völlig egal. Es zählt jetzt erstmal nicht. Meine Wertung gebe ich am Schluss dieses Plays ab. Also dann im nächsten Part, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schaffen werden, also in diesem Part das zu schaffen. Aber wenn wir das in 2 Parts cutten, ist es ja auch blöd. Sagen wir es mal so. Ist ja sau dumm. Ich meine, dann sind die, dann ist der nächste Part höchstens ein paar Minuten lang. Und es wird keinen Sinn machen. Okay, nach links geht's lang, Leute. Okay, ich sehe aber leider nichts. So ein bisschen, ja,
ein bisschen scrollen oder mit dem Touchscreen die Kamerawinkel ein bisschen, wie nennt man das? Bisschen, ich kann nicht, auch keine Ahnung. Aber gab es hier nicht zwei solche Glasdinger, halt, die man überspringen musste? Naja, egal. So, hier gibt es auf jeden Fall eine Mario Cap, die mich aber überhaupt nicht interessiert. Mich interessiert hier nur dieser eine Stern hier. Ich denke mal, Mario Cap wird vielleicht ein bisschen nützlich werden. Ich kann mir sogar was vorstellen, Leute. Das heißt, es müsste hier irgendwo vielleicht eine rote Dingsbox da sein. Also eine rote Item. Ja, cool. Okay. Meint ihr, Leute, ich kann hier drüber hüpfen? Nee. Wir müssen das, denke ich, mit dem Schalter dort machen, irgendwas. Hm, interessant. Aber ich mache es jetzt auf die legale Art, also da hochzukommen. Ich denke, mit dem Ballon oder mit dem Ballon Mario wäre das ein bisschen einfacher. Aber ich will es ja legal machen. Nur legal ist legal, ne? Was laber ich da, Mann? So, da. Okay, wir kommen hier nochmal runter. Aber dafür kommen wir halt auch wieder schnell wieder hoch. Ich sehe nichts, Leute, ich sehe nichts. Nein! Bitte lass mich in Ruhe. Genau, jetzt müssen wir schnell hoch. Boah! Nein! Och, leck mich am Arsch. Jetzt muss ich sogar mit der Technik jetzt machen. Naja. Jetzt kann man es uns nicht mehr übel nehmen, weil wir es ja schon mal gemacht haben. So, wehe, es geht jetzt nicht. Wehe. Kein Bock nochmal, das Scheiß. Okay, es geht. Okay, sehr gut. Es erleichtert jetzt mal ein bisschen mein Leben. So, bam. Okay. Okay, warte mal, derselbe Stern ist wieder hier. Okay, interessant. Also der Switch-Star ist auch wieder hier. Och nee, ey. So unnötig. Aber müssen wir wohl machen, Leute. Das ist jetzt ein bisschen lame. Da machen wir den gleich auch nochmal. Gut, dann machen wir ihn halt nochmal. Denselben Stern halt jetzt nur ein bisschen besser. Coins are Maze and a Maze. Nee, den machen wir noch nicht. Wir machen nochmal diesen selben Stern. Aber halt der Switch-Star davon. Ihr wisst welchen, ne? Dieser Stern, den wir gleich gesehen hatten. Da war ja so ein Glas... so ein Glasregal. Weiß ich nicht, ob man das nennt. Jetzt Glaskugel oder sowas. Wo man was... Irgendwas... So ein Stern oder so reinlagert. Ne? Dafür muss man halt so einen Schalter betätigen, damit der Stern dort reinkommt. Und den Stein machen wir jetzt auch. Weil wir den ja gesehen hatten. Und ich habe jetzt keine Lust, später nochmal dorthin zu gehen. Dafür habe ich jetzt keinen Nerv. Dafür machen wir es jetzt und dann haben wir es hinter uns. Und dann geht's spaßig an dieser Sache weiter. Ich bin mir sicher, dass es noch Somewhere Over the Rainbow noch hier gibt. Gibt's denn hier? Oh! Okay. Ja, sieht so aus, Leute. Ja, ein bisschen. Aber es war jetzt kein schwerer Weg, aber ein langer. Ein verdammt langer. Und unnötiger. Naja. Wo musste ich schon nicht durch, ey? Ich musste durch auch durch schwarze Löcher schon durch, also. Wieso nicht hier? Also dadurch müssen wir jetzt auf jeden Fall durch. What the fuck, Mann, what the fuck? Mann! Na, oh Gott! Scheiß Kamerasicht! Mann! Leck mich. Verdammte Kacke, Hühnerkacke. Boah, der Stern ist so unnötig langweilig. Kann man nicht speeden hier, bitte? Sonst bringe ich mich noch um. Ah, wir müssen es wohl leider so machen, also ohne zu speeden oder so. Naja, egal. Dann genießen wir diese Fahrt auf dem roten Teppich, auf dem fliegenden Teppich, wie Aladdin uns so sagt. Also ihr könnt jetzt die Araber nicht mehr auslachen, weil in Mario 64 gibt es dasselbe. Yeah. Das finde ich cool. Okay, wir sind gleich wieder dort, wo wir waren. Wir müssen unsere Kamera sich dann schnell ändern. Sonst wird das nichts. Ich habe wirklich nichts gesehen, Leute.
Genau, warte, wir ändern sie gleich jetzt schon mal. Ja, passt schon ungefähr. Hoffe ich zumindest, dass sie jetzt passt. Ansonsten muss ich sie wieder ändern. Aber das werde ich wohl hinkriegen, also... ist jetzt kein Problem. Es gibt hier zwar viele Abkürzungen, die ich nie benutzt habe, aber ist jetzt auch völlig egal. Ja, sieht schon viel, viel besser aus. So, Bams und Bams... oh, warte mal. Hä, man muss... was? Man musste ja nicht mal nach... Och Gott. Hätte ich mir sparen können jetzt, ne? Oh Mann. Naja. Jetzt müssen wir halt wieder ins Haus rein und ihr wisst jetzt, dieses Mal müssen wir den Schalter, bevor wir die Maricap holen, betätigen. Ne, wenn wir die Maricap haben, müssen wir den betätigen, ne? Den Schalter hier. Du kleiner Rotzbengel. Okay, ich warte, warte, warte. Da, da, da. Mach keine falschen Bewegungen. Dams, jetzt endlich. Manu, Mane. Money, Witch. Bitch. Yeah, gib dir einen Sack in die Fresse, du Bitch. Gut. Jetzt muss das so schnell wie möglich da durch. Wirklich, aber wirklich schnell. Alter, ich war fast runtergefallen. So. Dann gibt's hier den nächsten Dingsbums da. Boah! Jetzt habe ich hier genug Zeit vertrödelt, glaube ich. Naja. Nein! Nein! Mann! Och, leck mich! Ich hätte es geschafft, Leute. Ich hätte sowas von geschafft. Jetzt komm nochmal. Aber ich habe immer Angst bei dieser Stelle, weil die so behindert ist. So, komm. Du Assi! Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Renn, du Assi, yeah, Bams. Okay, ich weiß jetzt genau, was du jetzt denkst. Ey. Komm jetzt nach oben. Da, 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 da. Boah! Okay, komm. Bams! Geht doch, jetzt haben wir den langweiligen Stern hinter uns. Und jetzt können wir uns auf das wahre Vergnügen einlassen. Yeah! Mit Tarnkappen. Bams, natürlich speichere ich. Ich bin ja nicht geistig. So! Dann gehen wir hier rein ins Vergnügen. Okay, Coins am meisten in der Maze. Da mache ich gleich die 100 Münzen mit. Genau, die kriegt man nämlich hier. Bams. Da, da, da. Hier gibt es nämlich 8 Münzen. Und den will ich natürlich sammeln. Bams, 8 Münzen. Yeah. Erstmal wieder drauf, damit es nicht verschwindet. Es verschwindet nach einer Zeit nämlich wieder. Also dieser Teppich hier. Wenn wir zu lange nicht drauf waren. Was überhaupt keinen Sinn ergibt, aber naja, ist halt Mario 64. Oder allgemein, überhaupt ein Videospiel. Es muss keinen Sinn geben. Es muss nur cool spielbar sein. Und Bams, komm her, Bro. Oh, wow, 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 bam, bam. Ich will deine Münzen haben, Babe. Bam! Warte mal. Komm mal her, du Pisser. Oh, Ficker. Du Hundeficker. Oh, fick dich. So, ich krieg jetzt wenigstens ein Herz, ey. Das heißt, ich krieg immer wieder Leben. Du kannst mir nichts anhaben, okay? Ich bin Gott. Okay, Bams. Komm mal her, Mann. Komm her, du Assi. Spast, Alter. Bam. Oh, du Wichser, Alter. Oh, ich will den töten. Oh, komm mal her. Bam, du Assi. Ich glaube, in Mario 64 DS ist ein bisschen schwieriger zu besiegen. Und, oh. Oh. Wollte schon sagen, ey. Warte mal, ist das da gleich der Anfang oder was? Sieht so aus. Ja, das ist der Anfang, glaube ich. Ja, jetzt müssen wir woanders lang. Und zwar hierhin. Okay, warte mal, ich sehe hier nichts. Okay. Schon viel besser. Aber jetzt nicht mehr. Nee, warte mal, so. Ja. Nee, so. Genau. Okay, davor holen wir halt erstmal die ganzen Münzen hier. Oh, verpiss dich jetzt! Oh, du Assi! Warte, wir können hier nur mit Mario hoch. Das heißt, es lohnt sich gar... warte mal. Kann ich da nicht mit Luigi hoch? Nee, der kann keinen Wandsprung, Alter. Warum kannst du keinen Wandsprung, du Assi?
Leute, Leute. Umsonst gesammelt. Jetzt müsste ich sowieso raus, okay. Ich spring mal runter und hole jetzt mal schnell Mario. Weil mit Luigi wird das anscheinend nichts werden. Also die 100 Münzen. Wird gar nichts. Wir brauchen unbedingt Mario. Weil Luigi kann ja gar keinen Wandsprung. Och Gott, das hätte ich... Och, das hätte ich früher wissen sollen. Naja. Kann man jetzt auch nichts daran ändern. Weil es ein paar zu lang wird und ich merke, dass ich wirklich noch viel zu tun habe, dann muss ich wohl den Part leider beenden. Und dann wird es anscheinend 27 Parts, sogar 28 Parts werden. Aber dafür kann ich halt nichts. Ich werde jetzt auch keinen 1-Stunden-Part oder so hochladen. Ist ja jetzt unnötig oder scheiße eigentlich. Ja. Ihr wisst Bescheid, Leute. So, jetzt gehen wir erstmal hoch. Wir haben bis jetzt 3 nervige Steine geholt, also haben eigentlich das Beste schon mal gemacht, also das Schlimmste. Der Rest ist chillig, also der Rest war wirklich für mich chillig. Komm. So, Bams, bitte, Bams. Gut, und jetzt rein damit. Rein ins Abenteuer, Leute. Coins amazed and amazed. Jetzt geht's ab, Leute. Yeah. Jetzt können wir diese Münzen sammeln. Bams. Jetzt haben wir nämlich Mario anstatt Luigi. Dieser Lutscher. Ah, dieser Lutscher. Ah. So, Bams. 8 Münzen. Dann gibt es noch 8 rote Münzen. Das heißt, wir haben dann 24 Münzen ungefähr. Aber es gibt ja davor noch ein paar sehr viele Münzen. Sau viele Münzen gibt es sogar noch. Sehr, sehr viele. Also, wir haben hier genug. Finde ich. Ich denke, wir schaffen das. Ah! Okay, hier sind noch 8. Und dann haben wir jetzt 16. Okay, komm mal her. Komm mal her, du Assi! Wie viele Münzen hatten wir, glaube ich, davor? Wir hatten 35, ohne die roten Münzen eingesammelt zu haben. Und ohne die blauen Münzen. Und es gab wirklich viele blaue Münzen, also... Das ist echt krass. So, Bams. Okay, wir haben 29 Münzen. Naja. Was tut man halt, ne? Okay, komm, die 30. Münze will ich auch haben jetzt. So, Bams. Okay, jetzt ein bisschen drehen. Genau. Dann gibt es hier die Luigi-Cap. Wieso will ich einen Luigi haben? Er will schon einen Luigi hier haben. Braucht man doch jetzt nicht. Naja. Okay. Bams. Warte mal. Boah! Nein! Okay, warte, wir haben es geschafft. Jetzt können wir mit dem Bonbon nämlich reden. Hi, I will prep the cannon for you. Und gibt es eigentlich den Somewhere Over the Rainbow Challenge oder Star überhaupt noch? Interessiert mich mal. Ready for blast off. Come on, hop into the cannon. So, jetzt haben wir schon 61 Sterne. Bams! Aufpassen, Leute, aufpassen. Warte mal, habe ich dich Bonbon nicht getötet? Ja, du gibst keine Münzen mehr. Okay, interessant. Interessant zu wissen, auf jeden Fall. Okay. Aber wir kümmern uns um die roten Münzen gleich. Es gibt hier noch nämlich noch was. Warte mal, war das hier gleich oder war das woanders? Es müsste hier gewesen sein. So, warten wir mal. Ja, es müsste hier gewesen sein. Kann man hier nämlich nach unten? Ja, wir können hier nach unten. So, da gibt es noch ein paar Münzen zu holen oder zu ergaunern. Yeah! Wir können auf jeden Fall noch ungefähr 14 Münzen da lassen. Das heißt, wir kriegen 14 Münzen noch später. Nämlich durch die roten Münzen. Also es ist kein Problem. Wir können ja nicht hier runter. Warte mal, ist da unten noch was? Ja, wir können ja gleich mal nachschauen. So. 4 Münzen, okay. Die letzte rote Münze hole ich auch noch, damit wir noch 25 holen müssen. Insgeheim müssen wir dann nur noch 11 holen. Ja, hier 11 Stück noch. So, Bams. Oh, das fliegt ja runter. Wusste ich nicht. Naja. Was man nicht weiß, macht einen ja nicht heiß, ne? Okay, warte mal. Gab es hier noch unten was oder ist hier nichts mehr? Und was ist eine Box?
Ja, ein scheiß One-Up, Alter. Naja, ist trotzdem was. Komme ich eigentlich wieder hoch? Ich hoffe mal, ja. Ja, komme ich auch. Okay, gut. So, ich habe verdammt Angst, Leute. Ich habe Angst vor einem Glitch oder sowas. Okay, pass auf. So, jetzt gehen wir nach oben. Dann geht's hier weiter. Wir brauchen nur noch 23 Münzen, das heißt 9 Münzen noch. Ungefähr. Ne? Alter, bleib doch mal ruhig, ey. Boah, leck mich jetzt. Okay, Bams. Bams. Doch, die Münze bekomme ich jetzt nicht mehr, naja. Das ist auch nicht so tragisch. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Ich habe so Angst, Mann. Komm mal her. Assi. Och, fick dich. Okay, warte mal. Gab's hier nicht Münzen? Ja, hier gab's Münzen. Okay, das ist sehr interessant. Brauche ich aber jetzt nicht zu wissen. Weil ich nach oben gehe. Ah, Okay, warte mal. Wenn wir die Münzen haben, haben wir alles. Jetzt haben wir alles. Leute, wir haben es geschafft. Noch nicht ganz. Wir müssen ja noch wieder zurück. Okay, ich habe verdammt Schiss. So, wir gehen erstmal nach unten. Langsam, aber war da, da, da. Okay, dann geht's wieder hier hoch. Okay, jetzt müssen wir nur noch die roten Münzen sammeln. Wir müssen halt noch dorthin. Das ist auch noch eine Challenge, Leute. Das ist auch noch eine Challenge. Boah, ich habe so einen Schiss. Jetzt habe ich keinen Bock, runter zu fliegen. Ah! Okay, ich dachte schon, ich fliege runter oder aufs Maul. Nein! Ah! Oh! Oh! Mann! Wieso hat man so viel Schiss, ey? Naja. Jetzt haben wir's, Leute. Jetzt haben wir's. Naja, wir müssen jetzt noch die roten Münzen sammeln. Ist immer noch eine Challenge, Leute. Seht es immer noch als Geschenk an. Also, was für Geschenk? Was labbert da? Also, seht es immer noch als Challenge an. Es ist immer noch fucking hart. Wobei, nicht mehr so eine Challenge jetzt. Fick dich. Warte mal, da war doch die, da ist die letzte rote Münze und da auch gleich. Ja, komm. Müssen wir halt noch schaffen, ne? Weh, ich sterbe jetzt. Dann bin ich am Arsch. Dann habe ich keinen Bock mehr langsam auf diese Scheiße. Okay, wir haben die 100 Münzen irgendwie. Bams! Yes! 100 Münzen haben wir auf jeden Fall. Das ist okay, das ist okay. Hauptsache, wir haben erstmal diese 100 Münzen erreicht. Das freut mich auf jeden Fall schon mal. Hauptsache, was erreicht. Und jetzt kommt noch der rote Münzstern zu. Scooby-Doo. Genau, Bams. Okay, wir haben es geschafft, Leute. Wir müssen jetzt nur noch den Stern einsammeln und wir haben es geschafft. Yeah. Bams. 3 Sterne gibt es hier nur noch. 2 Sterne davon sind easy. Okay, Bams. Okay. Da ist gleich geht's weiter. Jetzt müssen wir diese Sterne machen. Swingende Breeze. Die sind nicht schwer. Leute, die sind so baby einfach. Weil da gab es hier nicht so einen Trick. Genau. Es gab hier immer so einen Trick, Leute. Warte mal, da konnte man ein bisschen speeden. Da musste man nicht immer zu dorthin laufen. Und zwar gleich so. Und zwar hier. Genau, da müssen wir nicht immer laufen. Unnötig. Warum? Warum laufen? So, Bams. Genau, jetzt ein bisschen drehen. Andersrum. Jetzt komm, Alter. Dreh doch mal. Verdammte Scheiße. So, komm. Leck mich. So. Dieser scheiß Dreh-Orgasmus hier. Was für Orgasmus, Alter. Was laber ich da? So schwer ist es nicht, Leute. Der Stein ist überhaupt nicht schwierig. Okay, ich dachte schon, ich flieg runter. Sehr gut. Zum Glück nicht runtergefallen. Bams, badams, dams, bams. Alter, wir müssen den oberen Stern holen. Der ist nicht schwer. Wir waren ja schon mal dort. Wir hatten ihn sogar schon fast gehabt. Aber wir haben hier nur die Münzen geholt. So. Bams, bams, da, badam, 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 badam. Genau hier hoch. Und dann müssen wir halt nur noch diese Schaukel da mitnehmen und dann haben wir den Stern eigentlich. Komm jetzt zu Schaukel, Bams, Dams, Dams. Und da ist noch eine... Okay, da ist ein Flammenwerfer, wusste ich nicht. Naja, da ist der Stern nämlich. Bams, Jams. Yeah! Und der nächste Stern befindet sich auch ungefähr hier. Aber halt den anderen Weg. Das finde ich cool.
Also die Sterne machen wenigstens noch Spaß. Also diese Sterne, die wir gerade machen, die machen sehr viel Spaß sogar. Da muss man nicht ewig warten. Tricky Triangles, okay. Dieser Stern hier noch. So, Bams, Bams. Das sind keine schweren Sterne mehr. Habe ich euch ja auch gesagt, dass es keine allzu schwierigen Sterne mehr hier geben wird. Und ich hatte recht, Leute. Ich hatte recht, Mann. Yeah. So, wie ein waschechter Gangster. Ich bin mir doch sicher, dass es Over the Rainbow noch hier gibt. Wenn nicht, dann gibt es ihn halt nicht. Was soll ich dagegen machen? Okay, Bams. Wir haben es geschafft, doch schnell zu drehen. So, jetzt müssen wir die andere Route lang. Die ist ein bisschen tricky, also die ist ein bisschen schwieriger als die, die wir jetzt gegangen sind. Aber die ist trotzdem schön, die macht trotzdem Spaß. So, Bams. Also ich mag jetzt sowas. So, solche Challenges sind cool. Aber Wartelevel, die kann ich nicht leiden, Leute. Die kann ich null leiden. So, wow, oh, oh. Okay, warte mal. Bams. Okay, warten, 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 Junge, warte doch mal. Bist du denn geistig? Bist du denn geistig gescheppert? So, okay. Jetzt müssen wir nämlich so schnell wie möglich da hoch. Jetzt keine... Okay, das ist eigentlich nicht so schwer. Kriegt man eigentlich voll locker hin. Locker floggig. Bams. Noch 3 Sterne. Und dann haben wir das Spiel durch, Leute. Aber bevor wir das Spiel durch haben, müssen wir halt noch diese Welt hier beenden. Und natürlich zum Final Bowser im nächsten Part gehen. Aber bevor wir jetzt mal zum Bowser gehen, wird erstmal Somewhere Over the Rainbow gemacht. Ja, ist sogar der... Okay, das ist der Stern. Gut. Das ist der nervigste... Ist nicht der nervigste Stern, sondern einfach nur... Ja, ist der genau dasselbe wie beim Schiff. Also derselbe Stern wie beim Schiff. Jetzt müssen wir wieder warten. Langweilig, ne? Aber dann muss man noch was Bestimmtes machen. Ja, ist jetzt keine Innovation, aber das gehört halt auch zu Mario 64 und fick dich. Gut. Ist ja langweilig, dass man hier zum Beispiel... Jetzt musste man 4-mal mit den Teppichen umgehen. In Mario 64 war das ja nur 3-mal. Schade, Mann. Schade, ich habe mehr erwartet von diesem Level. Langweilig gemacht, auf jeden Fall sehr langweilig. So, Bams, genauso drehen, okay. Okay. Machen wir halt die letzte Warteaufgabe noch und dann war's das mit diesem Part. Der ist ein bisschen kürzer als der vom TikTok-Trauma. Der kommt auch darauf an, weil TikTok-Clock ein bisschen anders ist, also dass man da nicht so viel, also nicht so schnell skippen kann. Also allgemein ist TikTok-Trauma ein bisschen leichter und so. Nee, ein bisschen schwieriger, meine ich. Meiner Meinung nach. Und das hier ist einfach leicht eigentlich. Finde ich jetzt. Persönlich. Ich weiß ja nicht, wie ihr das findet. Könnt ihr ruhig mal schreiben. Aber meiner Meinung nach ist es wirklich einfach. Dieses Level hier. Ist jetzt nur ein bisschen lange warten und so, aber... Man gewöhnt sich daran. Ist jetzt kein Problem. Ist ein bisschen lame. Och, leck mich! Du Motherfucker! Yeah, yeah! Okay. Jetzt haben wir diesen schlimmsten Teil abgeschlossen, weil ich mag diese Stelle überhaupt nicht. Und den One-Up will ich bestimmt nicht haben. Der interessiert mich nicht. Okay. Jetzt will ich nur noch auf dem Schiff und diesen Stern hier holen. Und zwar müssen wir erstmal auf dem Schiff erstmal drauf. Dann seht ihr das. Dann seht ihr das gleich. Den habe ich auch durch Zufall mal entdeckt bei Mario 64. Dass ich da noch was gesehen hatte. So ein Rainbow. Ja. So, warte mal. Aber fickt euch jetzt mal. Muss mal als Wario hingehen vielleicht. Weil dieser Wind hier nervt. So, Bams, komm her. Aber fickt euch jetzt mal. Aber fickt euch mal, Alter. Fickt deine Mumma. So, Bams. Genau. Metal Mario. Metal Wario, ey. So. Genau, wir müssen jetzt erstmal in die Kanone rein und dann uns auf eine einsame Insel schießen. Yeah. Genau, Over the Rainbow heißt der. Warte mal, passt das? Ah, ungefähr, ja. Passt, perfekt. Und der Chuck ist so mies platziert worden hier. Ich hab so Schiss vor diesem... Fixer! Fick dich! Oh, du Wichser! Oh, du Assi.
Okay, du Assi! Bam! Du Missgeburt, Alter. Alter, war das knapp. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Leute, im nächsten Part geht's dann zum Final Bowser. Oh yeah! Die Parts waren ein bisschen länger. Ich hoffe, es stört euch nicht so ganz. Und wir sehen uns im nächsten Part. Und dann hier, wenn es heißt Mario vs. The Cooper King. So, haut rein, Leute. Ciao! Bei Mario 64 DS!